Kurzmeditationen für den Alltag. Im Alltag ist unser Bewusstsein häufig auf das Außen gerichtet. Der Fokus liegt im Außen, in unserem Umfeld. Wir sind gedanklich immer dabei zu machen, zu planen. Wir müssen noch hier dran denken, da dran denken. Dies muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Oder wir sind gedanklich in der Vergangenheit und plagen uns mit hätte, könnte, sollte. Zu wenig leben wir alle im Hier und Jetzt. Und dieses Hier und Jetzt, das ist genau dieser Moment gerade. Und nur in diesem können wir auch was schaffen. Das heißt nicht, dass ihr nicht planen sollt. Aber dieses den Fokus nach außen richten, führt häufig dazu, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Dass wenn wir uns einmal hinsetzen, ein innerer Antreiber, und das ist meistens unser Ego, sagt, du könntest jetzt noch dies machen. Und das auch noch. Und der Geschirrspüler muss ausgeräumt werden. Und denk dran, morgen musst du dich anmelden für den Elternsprechtag. Oder denk dran, das und das Projekt muss zu Ende gebracht werden. So finden wir keine Ruhe. Ihr findet nur Ruhe, wenn ihr es konsequent bewusst habt, dass nur ihr etwas ändern könnt. Das bedeutet, ihr müsst überhaupt erst im Bewusstsein haben, dass ihr verantwortlich seid für euer Handeln und auch für eure Symptomatiken. Jetzt könntet ihr sagen, ja, ich bin aber doch nicht verantwortlich für mein Krankheitsbild. Krankheitsbilder bauen sich auf. Bauen sich über viele Jahre auf. Über Ernährung. Über den Lebensstil. Über die mentale Haltung. Waren in der Vergangenheit zu viel Stress? Gab es Trauer? Gesundheitliche Beschwerden, Medikamente? War der Körper dauerhaft übersäuert? Wie ging es den Mitochondrien, also dem Zellstoffwechsel? Habt ihr darüber nachgedacht? Meistens nicht. Meistens denkt man darüber nicht nach. Man lebt und man geht davon aus, der Körper hat zu funktionieren. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, und glaub mir, ich war da auch an diesem Punkt, dann will ich dir jetzt 3 Kurzmeditationen für den Alltag geben. Einfache Meditationen, die keiner sehen muss, dass du meditierst. Denn der einzige Schlüssel ist nur der, dass du es machst. Du musst dich erinnern. Du musst tagsüber bewusst haben, wo bin ich gerade wieder? Verliere ich mich gerade wieder? Bin ich wieder gescheucht? Die erste Kurzmeditation ist die, dass du am Arbeitsplatz, im Büro, 2 Minuten aus dem Fenster guckst. Ob du mit dem Auto irgendwo hinfährst, zur Arbeit, von der Arbeit kommst, du hast immer 2 Minuten Zeit. 2 Minuten, ob du dich aufs Feld stellst mit dem Wagen und einfach nur 2 Minuten innehältst, atmest und dir die Gegend anguckst. Und fühlst, in dich hineinspürst. 2 Minuten. Wir denken immer, wir haben keine Zeit. Was soll das bringen? Aber genau das ist der Punkt. Und genau das ist das Ego. 2 Minuten. Probier es aus. Die zweite Kurzmeditation, die ich dir mitgeben möchte. Wenn du
ist, etwas ist. Egal, ob auf der Arbeit in der Kantine oder deine mitgenommene Stulle, beginne zu schmecken. Fang an, wieder zu fühlen. Ganz bewusst zu fühlen. Wie schmeckt das? Spür in deinen Körper hinein und schmecke das Essen. Auch das ist Meditation. Häufig essen wir irgendetwas in uns hinein, schnell, schnell. Probier es aus. Die dritte Kurzmeditation kannst du machen, wenn du am Schreibtisch sitzt, zu Hause oder auf der Arbeit, du dich mit jemandem triffst, ihr sprecht über irgendetwas und trotzdem kannst du in dein Bewusstsein wandern. Und während dir jemand was erzählt, beginnst du trotzdem gleichzeitig deine Füße zu spüren. Spüre deine Füße. Spüre jetzt in deine Füße rein. Das ist gleichzeitig eine Konzentrationsübung. Jemand erzählt dir was und du richtest gleichzeitig die Konzentration auf das Spüren deiner Füße. Alle drei Übungen entschleunigen dich im Alltag und holen dich wieder zurück von dem Außen in das Innen. Der Schlüssel ist, wie gesagt, nur du musst es tun. Du musst es bewusst haben, wo bin ich gerade wieder, wie gescheucht bin ich. Und dann halte inne. Zum Beispiel mit einer dieser drei Methoden. Probier es aus. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Diana.